Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie sehr herzlich zur gemeinsamen Veranstaltung der Katholischen Akademie und der Evangelischen Akademie in Berlin, auch im Namen meines Kollegen Dr. Michael Hartmann. Es ist ein weiterer Termin in unserer Reihe, die Transformation der sozialen Marktwirtschaft. Soziale Absicherung und Erwerbsarbeit sollen wir stärker entkoppeln. Jetzt gerade nach der Bundestagswahl kann man sagen, es ist noch alles offen, in welche Richtung diese Frage im einen oder anderen Feld gelöst wird. Wir werden das mit Spannung betrachten, insbesondere nach der heutigen Diskussion, wenn wir uns ein bisschen über die Hintergründe und Argumente informiert haben. Manche Leistungen des Sozialstaats sind stark mit Erwerbsarbeit und Arbeitseinkommen verknüpft, andere nicht. Dafür gibt es gute Gründe, Elemente der Bedarfssicherung, der Umverteilung, der Leistungsgerechtigkeit. Verschiedene ethische und pragmatische Prinzipien prägen diese verschiedenen Felder der sozialen Sicherung. Wir haben aber in vielen Feldern, beispielsweise bei der Rente, bei der Reform von Hartz IV, bei der Diskussion um ein bedingungsloses Grundeinkommen oder zum Beispiel der Bedarfe von Kindern und wie diese gedeckt und zusammengefasst werden sollen in verschiedene Leistungen oder auch nur eine. Es gibt überall widerstreitende Vorstellungen davon, ob man stärker fair oder entkoppeln sollte. Und ich nenne nur einige Aspekte, die in diesen Debatten eine Rolle spielen. Beispielsweise die These, dass die Arbeitsverhältnisse sich durch künstliche Intelligenz und andere Entwicklungen so stark ändern, dass sozusagen die Erwerbsbiografien nicht mehr passen für eine starke Verkopplung. Es gibt auch welche, die darauf hinweisen, dass die Verbindung von Erwerbsarbeit und zum Beispiel Familie und Pflege noch stärker flexibilisiert werden sollte. Dass Care-Arbeit, wie man es auch sagt, hier eine größere Rolle spielen sollte. Es gibt die Frage, ob man Einkommen jenseits von Arbeitseinkommen stärker heranziehen sollte zur Finanzierung der sozialen Sicherung und hier eine Verbreiterung schafft. Vor allem Befürworter des bedingungslosen Grundeinkommens vertreten, dass in einer Demokratie Freiheit und Würde nur gesichert werde, wenn die Bedarfe eines jeden gleichermaßen sozusagen und ohne Prüfung gedeckt werden. Andere wiederum betonen, dass nur Integration in Arbeit die volle soziale Teilnahme sicherstellt und dass ein bedingungsloses Grundeinkommen falsche Anreize setzen würde und vielleicht auch einem falschen Menschenbild folgen würde. Und so weiter und so fort. Es gibt noch viele andere Aspekte, aber ich will ja auch unseren Gästen nicht alles vorwegnehmen. Und ich möchte Sie kurz vorstellen und Ihnen herzlich danken, dass Sie unsere Einladung angenommen haben. Zunächst Professor Dr. Nils Goldschmidt. Er ist Professor von kontextuale Ökonomik und ökonomische Bildung an der Universität Gießen. Zuvor lehrte und forschte er in Freiburg und München in den Bereichen Sozialpolitik, Sozialverwaltung und Organisation sozialer Dienstleistungen. Er ist Vorstandsvorsitzender der Aktionsgemeinschaft Soziale Marktwirtschaft in Tübingen und aktiv im Walter-Eucken-Institut und im Wilhelm-Röpke-Institut. Sein jüngstes, im Oktober erscheinendes Buch Kipppunkte behandelt auch Aspekte unseres heutigen Themas, zum Beispiel die Transformation der Arbeitswelt durch selbstlernende Robotik und was daraus folgen mag. Herzlich willkommen, Herr Professor Goldschmidt. Ja, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Und ich begrüße auch sehr herzlich Elke Hanak, die seit 2013 die stellvertretende Bundesvorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes ist. Sie hat früh sich in der Gewerkschaftsarbeit engagiert, schon während Studium und früher Berufstätigkeit, und machte daraus ihr Berufsfeld. Auf Kreis-, Bezirks- und Bundesebene des DGB und dann auch bei Verdi befasste sie sich zunächst vor allem mit Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik, auch mit Blick auf Erwerbslosenvertretung und Vertretung von Migrantinnen und Migranten. Heute liegt ihr Schwerpunkt auf dem öffentlichen Dienst, der Familien- und Gleichstellungspolitik und der Jugend- und Bildungspolitik. Sie ist auch, das ist für uns wichtig, hier stellvertretende Vorsitzende des Arbeitnehmerflügels der christdemokratischen Arbeitnehmerschaft CDA. Und ich möchte auch gerne Sie bitten, Frau Hanak, dass Sie, wie wir es abgesprochen haben, in etwa 10 Minuten Ihre Position, Ihr Schlaglicht auf das Thema werfen und dann Herr Goldschmidt direkt im Anschluss und wir dann zusammen ins Gespräch kommen. Liebe Frau Hanak, ich gebe Ihnen das Wort. Ja, herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch für die Einladung, liebe Frau Dr. Schneider, lieber Herr Dr. Hartmann, liebe Zuschauende und Zuhörende, lieber Herr Professor Goldschmidt. Ja, die Kopplung der sozialen Sicherungssysteme an die Erwerbsarbeit ist natürlich für uns Gewerkschaften eine Frage, die sich permanent stellt. Schließlich wird ja regelmäßig die Effektivität und die individuelle
Nützlichkeit der Sozialversicherung hinterfragt. Sind steuerfinanzierte Sozialsysteme für den Staat effektiver und sind persönlich zugeschnittene Versicherungsleistungen für das Individuum nützlicher? Für uns Gewerkschaften stellt sich da noch eine weitere zentrale Frage. Wird denn das soziale Sicherungssystem von der Gesellschaft als gerecht empfunden? Denn das kann es nur erfüllen, wenn es Solidarität gegenüber den Schwachen auch verwirklicht. Und für uns Gewerkschaften ist ein an die Erwerbsarbeit gekoppeltes System sozialer Sicherungen auch deshalb gerecht, weil ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen zu gleichen Teilen hierzu ihre Beiträge leisten. Außerdem können die Sozialpartner über die Verwendung der Beiträge in der Selbstverwaltung der Sozialversicherungen mitentscheiden. In diesem Rahmen sind für uns Gewerkschaften auch zusätzliche und damit entkoppelte Versicherungsleistungen möglich, die zum Beispiel betrieblich, wie die Altersversorgung, die auch tarifpolitisch, wie die Pflegeversicherung bei der Gewerkschaft IGBCE, oder auch gesetzlich verankert sind. Und auch im Bundestagswahlkampf kam ja die Frage der Entkopplung wieder zum Tragen, wie zum Beispiel bei den Forderungen nach einer Bürgerversicherung oder der Kindergrundsicherung. An der Kindergrundsicherung wird deutlich, wie genau wir die Definition der Kopplung an Erwerbsarbeit eingrenzen müssen. Denn es gibt sozialpolitische Aufgaben der Gesellschaft, die sich weder an Erwerbsverläufe noch an Versicherungsansprüche koppeln lassen, wie eben die Bekämpfung von Kinderarmut. Sie ist eine gesellschaftspolitische, eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, ebenso wie die Unterstützung aller Menschen, die in Not geraten sind. Alle gekoppelten Systeme, ob jetzt Rente, Pflege, Arbeitslosenversicherung oder die Krankenkasse, sind aber nur stabil, wenn möglichst viele Erwerbspersonen in sie einzahlen. Und deshalb ist es uns wichtig, dass alle Beschäftigten inklusive der Selbstständigen ihren solidarischen Beitrag leisten. Private, entkoppelte Sozialversicherungen dürfen nicht in Konkurrenz zu diesen gesetzlichen Sicherungssystemen stehen, weil sie sie langfristig schwächen würden. Sie sollten also nur einen zusätzlichen Sicherungsbedarf erfüllen. Die Corona-Krise hat dieses Defizit der sozialen Sicherung noch mal deutlich gemacht. Viele Solo-Selbstständige mussten Hartz-IV-Leistungen beantragen und oft sehr kompliziert ihre Corona-Hilfen mit dem Arbeitslosengeld verrechnen. Und hier schafft die Entkopplung einen immensen Bürokratieaufwand, der mit der allgemeinen Sozialversicherungspflicht hätte verhindert werden können. Auch besondere Beschäftigungsverhältnisse wie die Minijobs sind entkoppelt, verursachen die Gefahr der Altersarmut und wiederum sozialpolitische Grundbedarfe, aus denen dann wieder bürokratischer Aufwand resultiert. Also nicht nur zur Ausfinanzierung der sozialen Sicherungssysteme ist es entscheidend, dass möglichst viele Erwerbspersonen in sie einzahlen, sondern auch zur individuellen Absicherung. Und deshalb sollte gerade beispielsweise die Frauenerwerbstätigkeit gestärkt werden, damit Frauen eine sozialversicherungspflichtige Arbeit aufnehmen können und unabhängig von Familienverhältnissen Ansprüche aufbauen. Hier verschränkt sich die gesamtgesellschaftliche Aufgabe der Kinderbetreuung mit der individuellen Chance auf Erwerbsarbeit und dem auskömmlichen Ausbau von Leistungsansprüchen für Rente und Arbeitslosigkeit. Das heißt, die Entkopplung darf keinen vermeintlichen Sachzwängen auf dem Arbeitsmarkt folgen. Vielmehr sollte der Arbeitsmarkt so organisiert sein, dass Erwerbsarbeit zum Leben und zur Absicherung vor sozialen Risiken reicht. Die Antwort auf prekäre Arbeit ist nicht die völlige Entkopplung sozialer Sicherung, sondern die Zurückdrängung und Regulierung prekärer Arbeitsverhältnisse, beispielsweise mit der Einführung von Mindeststandards wie Mindestlohn und Grundrente. Mindeststandards können aber nur notwendige Untergrenzen zur Bekämpfung von Armut sein, denn für uns Gewerkschaften ist die Tarifbindung von Unternehmen die beste Voraussetzung für ausfinanzierte und auch zukunftsfähige soziale Sicherungssysteme. Und die Tarifbindung von Unternehmen
ist für uns die beste Voraussetzung zur Prävention von Armut. Auf die Flexibilitätsanforderungen der heutigen Zeit müssen wir also arbeitsmarktpolitisch reagieren und nicht sozialpolitisch. Das sogenannte Normalarbeitsverhältnis, an die Sozialversicherungsmodelle ursprünglich gekoppelt sind, hat ja in den letzten Jahrzehnten an Bedeutung verloren. Neue Erwerbsverläufe, neue Ansprüche der Beschäftigten, zum Beispiel an Zeitmanagement, und neue finanzpolitische Herausforderungen für Versicherungen beeinträchtigen die Konstruktion dieses Bismarckschen Sozialsystems. Sie stellen es, das will ich ausdrücklich sagen, aber nicht grundsätzlich in Frage. Und deshalb müssen wir das Normalarbeitsverhältnis neu austarieren, nicht weil die Märkte es so wollen, sondern weil es den heutigen Ansprüchen der Beschäftigten gerecht werden muss. Tarifvertragliche Regelungen von Arbeitszeitpolitik sind hier schon weiter, viel weiter übrigens, und können für diese Norm auch eine Blaupause bieten. Darüber und mit der Inklusion aller Beschäftigten gelangen wir dann auch zu einem modernen, neuen Arbeitnehmer-, Arbeitnehmerinnen-Begriff. Die sozialpolitische Pauschalidee eines bedingungslosen Grundeinkommens halten wir Gewerkschaften für den falschen Weg. Es entkoppelt nicht die Erwerbsarbeit von der sozialen Sicherung. Vielmehr entkoppelt es den Arbeitgeber von seiner Verantwortung für existenzsichernde Löhne. Ein Grundeinkommen kommt also aus folgenden Gründen für uns Gewerkschaften nicht in Frage. Erstens, das bedingungslose Grundeinkommen schwächt kollektivrechtliche Freiheiten, insbesondere die im Grundgesetz garantierte Tarifautonomie. Der Verhandlungsspielraum in der Tarifpolitik wird durch eine Pauschalleistung enorm eingeschränkt. Tarifabschlüsse werden dann nur noch auf ein Bonussystem reduziert. Zweitens, die Höhe des bedingungslosen Grundeinkommens wird nie so exakt wie ein Tarifabschluss die reale Wirtschaftsleistung des jeweiligen Betriebes oder der Branche abbilden und sich dementsprechend auch nicht dem eigentlichen Wert der Arbeit nähern. Es stellt sich ja die Frage, wer die Höhe des Grundeinkommens zeitnah festlegt. Wir wissen von der Mindestlohnkommission, welche Verzögerungen in solchen außertariflichen Gremien die Festlegung begleiten. Drittens, das bedingungslose Grundeinkommen wird nie den persönlichen Unterstützungsbedarf abbilden können, weil es ja bedingungslos ist. Es wäre damit zu rechnen, dass Leistungen an erwerbsgeminderte Personen, also Behinderte, Kranke etc., nicht mehr dem persönlichen Bedarf entsprechen. Und damit steht die Solidarität gegenüber den Schwachen in Frage. Viertens, die Befürworter des bedingungslosen Grundeinkommens haben, wie ich finde, ein paradoxes Verhältnis zum Staat. Sie fordern nicht die Stärkung staatlicher Leistungen in der Gesundheitsversorgung, in der Bildung, in der Mobilität, in der Altersversicherung, Absicherung und vieles mehr. Stattdessen fordern sie einen Pauschalbetrag zur individuellen Selbstverwirklichung aller. Damit wirkt das bedingungslose Grundeinkommen unsolidarisch, weil es nicht das Gemeinwohl in den Mittelpunkt stellt, sondern individuelle Bedarfe. Und fünftens und letztens, die arbeitsmarktpolitischen Ursachen der bedingungslosen Grundeinkommendebatte sollten ernst genommen werden. Aber die Intentionen zielen einseitig auf Staat und Arbeit und entlasten damit die Kapitalseite von jeglicher Verantwortung. Ein gerechter Ansatz zur Widerlegung der Argumente wäre aus unserer Sicht ein Recht auf gute Arbeit. Damit könnte man das Prinzip des Fordern und Förderns gerecht auf Kapital und Arbeit übertragen. Zum Beispiel gibt es da in Schweden und in der Schweiz Regelungen, dass Unternehmen einen Teil ihrer Neueinstellungen mit älteren Beschäftigten und Langzeitarbeitslosen besetzen müssen. Das ist vergleichbar mit der deutschen Regelung zur Einstellung von behinderten Menschen. Wir sollten also bei der Frage der Entkopplung von Erwerbsarbeit und sozialer Sicherung immer den Faktor Kapital berücksichtigen, so wie es ja die herkömmliche Sozialversicherung in Deutschland tut. Arbeitgeber haben eine Verantwortung für die Beschäftigten und deren Absicherung von sozialen Risiken. Ein gesunder und sozial abgesicherter Arbeitnehmer und eine Arbeitnehmerin natürlich sollte im Interesse der Unternehmen sein.
denn er oder sie erhöht ja die Produktivität. Wir dürfen diese sozialen Risiken und deren zusätzliche Absicherung nur in einem geringen Maße individualisieren, denn das heißt entkoppeln. Hierfür müssen Staat, Arbeit und Kapital gleichwertig in die Verantwortung genommen werden. Denn das erhöht den Gestaltungsspielraum im Kontext von Arbeitsmarkt und Sozialpolitik. Und genau diese Gleichwertigkeit schafft aus unserer Sicht Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, die von den Bürgerinnen und Bürgern respektiert wird und damit das Vertrauen in unser solidarisches Gemeinwesen auch in der Zukunft erhöht. Das vielleicht als Input von mir. Ich hoffe, ich habe mich an die Zeit gehalten. Wunderbar. Herzlichen Dank für diese präzise auch Zeiteinhaltung, damit wir noch genug Zeit für die Diskussion haben. Nun bitte ich Herrn Goldschmidt um sein Wort. Ja, liebe Frau Schneider, lieber Herr Hartmann, liebe Frau Harnack, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich werde Sie enttäuschen müssen. Denn wir haben wahrscheinlich jetzt gehofft, dass Frau Harnack und ich völlig konträre Positionen haben und entsprechend auch argumentieren werden. Wir haben viele Gemeinsamkeiten und das werden Sie gleich bei meinem Statement auch hören. Aber vielleicht ist ja mit Blick auf die Koalitionsverhandlungen auch ein gutes Zeichen, wenn ein vergleichsweise liberaler Ökonom und eine Vertreterin der Gewerkschaft durchaus von der Position nicht so weit auseinander liegen. Das ist ja vielleicht auch ein Zeichen für die Zukunft. Ja, ich werde auch jetzt nochmal deutlich machen aus meiner Sicht, warum ein bedingungsloses Grundeinkommen problematisch ist. Und erlauben Sie mir, dass ich mit drei Beispielen anfangen werde. Michael Stahl, 33 Jahre alt, ist Garten- und Landschaftsbauer und seit einiger Zeit an Morbus Crohn, einer chronischen fortschreitenden Entzündung des Darms, erkrankt. Seit 8 Jahren mittlerweile bezieht er Arbeitslosengeld II, Hartz IV. Er vermisst die Arbeit. Arbeit bedeutet für ihn einen geregelten Tagesablauf und eine Quelle für Selbstvertrauen. Zitat: Man weiß dann, dass man was dazu geleistet hat. Für die Arbeit und damit auch für die Gesellschaft. Man fühlt sich vollständiger auch in die Gesellschaft integriert. Zweites Beispiel: Der 61-jährige Franz Paus ist seit 3 Jahren auf die finanzielle Unterstützung durch das Jobcenter angewiesen. Seitdem hat er vermehrt gesundheitliche Probleme, unter anderem Diabetes. Kontakte hat er kaum noch, eigentlich nur noch zu seiner 35-jährigen Tochter. Trotz seines Alters hofft er bald wieder Beschäftigung zu finden. Zitat: Also Arbeit gehört dazu. Also Arbeit muss sinnvoll sein für die Gesellschaft, erfüllend für den Einzelnen. Drittes Beispiel: Nadja Tiefensee ist 30 Jahre alt und lebt seit 6 Jahren von Hartz IV. Sie hat die Schule ohne Abschluss abgebrochen, ebenso eine Ausbildung als Friseurin. Mittlerweile hat sie ihren Hauptschulabschluss nachgeholt. Zitat: Wenn die Leute wüssten, dass ich diese Leistung beziehe, würden die mich in der Öffentlichkeit bestimmt blöd anschauen. Die Namen aus diesen Beispielen sind fiktiv, die einzelnen Schicksale und Aussagen real. Sie sind einer umfangreichen Studie entnommen, die im Rahmen einer Promotion an unserem Institut hier in Siegen entstanden ist. In diesem Projekt wurden Menschen, die in Langzeitarbeitslosigkeit leben, also länger als ein Jahr arbeitslos sind, interviewt. Die Hauptergebnisse dieser Untersuchung können in 2 Punkten zusammengefasst werden. Erstens, fast alle Befragten sahen in einer bezahlten Tätigkeit ihren persönlichen Schlüssel für ein gelingendes Leben und für eine Integration in die Gesellschaft. Ohne Lohnarbeit fühlt man sich ausgegrenzt, man schämt sich für seine Arbeitslosigkeit. Zweiter Punkt, die Gründe für die Langzeitarbeitslosigkeit sind vielschichtig und es sind zumeist mehrere Gründe zugleich, aber es sind immer ganz spezielle, individuelle Gründe. Es gibt nicht die eine Ursache für Langzeitarbeitslosigkeit. Bei den gut 700.000 Langzeitarbeitslosen, die wir derzeit haben, sind es eben auch 700.000 Einzelschicksale. Das lehrt uns, dass wir keine pauschalen Lösungen brauchen, sondern, und das ist mein Plädoyer vorweg, wir brauchen eine individualisierte, begleitende Sozialpolitik. Wir müssen uns vielmehr auch dahin entwickeln, dass wir verstehen, dass Sozialpolitik in einem hohen Maße soziale Arbeit bedeutet und wir eben gerade nicht durch pauschalisierte Systeme alle unsere Probleme lösen können. Also, zusammengefasst, fernab von Regelsätzen und materieller Unterstützung ist Arbeit wesentlich für ein gelingendes Leben. Kann uns hier ein Grundeinkommen weiterhelfen, ein bedingungsloses Grundeinkommen? Meine Antwort ist ein klares Nein. Eine Entkopplung von Arbeit und Absicherung erscheint mir die falsche Stoßrichtung. Menschen möchten arbeiten, sie möchten in Arbeitsbeziehungen stehen. Und das zeigen auch zahlreiche psychologische Studien.
Und es ist auch wichtig zu verstehen, dass Arbeitsorte immer auch soziale Orte sind. Es sind Orte, wo sich Menschen treffen, und zwar über die Milieugrenzen hinweg. Das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt, dass Menschen hier zusammenkommen, außerhalb ihrer üblichen Milieus, die sie außerhalb der Arbeit haben. In der Corona-Krise ist das offensichtlich geworden, wie vielen genau diese Begegnung mit anderen gefehlt hat und wie wichtig es ist, eben auch den anderen zu treffen. Der Chef mag zwar muffig sein, und mancher Kollege ist undankbar, was man für ihn vielleicht mitarbeitet, aber es ist wichtig, diesen Austausch zu haben. Arbeit ist eine Quelle von Selbstwert, und es ist eben auch die Möglichkeit, etwas zu bewegen. Und das ist eben auch ganz wichtig, das Gefühl zu haben, man kann etwas erreichen, man kann etwas bewegen. Nehmen wir noch einmal an, wir hätten ein bedingungsloses Grundeinkommen, und nehmen wir mal an, durch die Digitalisierung, was aus meiner Sicht Nonsens ist, würden ganz viele Jobs wegfallen. Und da können wir nachher auch in der Diskussion gerne darauf eingehen. Es würde dann aber auch der Druck wegfallen, für die Politik Arbeitsplätze zu schaffen, weil ja ein bedingungsloses Grundeinkommen da ist. Und es würden weniger Jobs entstehen, und ich halte es für eine absolute Anmaßung, auch vielleicht eine Anmaßung einer gewissen Elite, die sich für ein bedingungsloses Grundeinkommen ausspricht, dass Menschen sich dann in Weltverbesserungsprojekte stürzen würden, eine Weltreise unternehmen oder plötzlich Bücher zur Quantenphysik lesen würden. Ich glaube, es ist eher umgekehrt der Fall. Wer seinen Job in einem Logistikzentrum verloren hat, hätte gerne einen neuen Job. Pakete austragen ist sicherlich keine sinnstiftende Tätigkeit per se, aber einen Job zu haben ist eben die Quelle von Sinn. Man wird gebraucht, man ist sozial eingebunden und man ist Teil der Gesellschaft. Ja. Menschen werden dadurch integriert. Und das Absurde, und das ist, glaube ich, gar nicht intendiert im bedingungslosen Grundeinkommen, aber eigentlich bedeutet ein bedingungsloses Grundeinkommen die Reduktion des Menschen auf das Materielle. Er wird letztendlich auf das Materielle reduziert, indem ihm ein Einkommen gegeben wird und eben seine Lebenssituation gar nicht in den Blick genommen wird. Aus meiner Sicht ist vielmehr gefordert eine Politik der Behutsamkeit. Nehmen wir noch mal das Beispiel Digitalisierung. Das werden radikale Veränderungen sein. Aber radikale Veränderungen brauchen keine radikalen Lösungen. Das ist ein Trugschluss, der sich in der öffentlichen Diskussion, in der Politik sehr gerne findet, dass man meint, es wird jetzt alles ganz anders und jetzt müssen wir auch alles andere ganz anders machen. Nein, wir brauchen gerade in solchen Zeiten eine Politik der Behutsamkeit, die kleine Dinge schrittweise verändert, aber eben nicht meint, wir müssen jetzt zu radikalen Lösungen kommen. Gilt übrigens auch für die Klimakrise, aber das wäre ein ganz anderes Thema. Wir wollen also es ist wichtig, dass wir Menschen nicht an den Rand stellen, dadurch, dass wir sie nur materiell absichern, weil Menschen, die an dem Rand stehen, ökonomisch wie gesellschaftlich, werden irgendwann auch zu dem politischen Rand tendieren. Und das sollten wir mit Blick auf unsere Gesellschaft vermeiden. Auch aus anderer Hinsicht ist ein bedingungsloses Grundeinkommen eine vollständige Illusion. Frau Hanack hat das deutlich gemacht. Der Glaube, man könnte die Sozialbürokratie abschaffen, ist Mumpitz. Wir werden gerade, nehmen wir Menschen mit Behinderung, wir brauchen dort eine Sozialbürokratie. Nehmen wir Kinder, die in schwierigen familiären Verhältnissen aufwachsen. Wir brauchen ein Jugendamt. Und ich glaube auch, ein Drogenentzug durch ein Grundeinkommen wird nur relativ schwierig möglich sein. Also es ist absurd, abgesehen von der gesamten Finanzierungsfrage, hier zu meinen, könnten wir das erreichen. Wir müssen kleine Schritte gehen, wir müssen Hand in Hand mit Arbeitsmarkt und sozialer Sicherung gehen. Ich möchte drei Beispiele zum Abschluss bringen. Erstens, wir brauchen aus meiner Sicht gezielte Fördermaßnahmen für Geringqualifizierte und Geringverdiener. Das ist ein ganz wesentlicher Bereich, und viele Unternehmen haben auch noch gar nicht verstanden. Viele haben es verstanden, aber viele sehen gar nicht, dass eben die Weiterqualifizierung gerade der Geringqualifizierten oft effektiver ist als Qualifizierungsmaßnahmen für die höheren Bezieher von Einkommen. Und entscheidend ist eben, dass eben bei den Niedrigqualifizierten besonders darauf geachtet wird, Kreativität und interaktives Gestalten nicht routinierter Tätigkeiten heißt. Das heißt also, die Eigenständigkeit zu fördern, das ist ganz wesentlich in diesem Bereich. Es geht nicht um die Qualifizierung für eine bestimmte Maschine, sondern es geht um die Qualifizierung für Kreativität und Eigenständigkeit. Darin sollten aus meiner Sicht Unternehmen investieren, und das ist gut angelegtes Geld. Das ist, glaube ich, auch eine Sache, die der Staat mit fördern sollte. Ja, und es gibt auch ganz viele Studien dazu, die einfach zeigen, dass die Qualifizierung von Geringqualifizierten einen großen Effektivitätsgewinn darstellen kann. Gerade wenn wir eben jetzt mit Blick auf neue Technologie schauen. Zweitens schauen wir nochmal den Punkt der Langzeitarbeitslosigkeiten an.
Ja, wir müssen entspannter werden, was eben den öffentlich geforderten sozialen Arbeitsmarkt angeht. Lange Zeit, gerade auch aus dem Handwerk, gab es immer die großen Sorgen, es muss wettbewerbsneutral sein, es muss wirklich zusätzlich sein. Zum Glück haben wir seit 2018 das Teilhabechancengesetz, wo Menschen einfacher tatsächlich wieder auch in versicherungspflichtige Beschäftigung kommen können. Aber wir sollten hier Menschen die Möglichkeit geben und darüber nachdenken, wie sie sich auf dem Markt und am Markt bewähren können, in kleinen Schritten. Und dort müssen wir wirklich über den sozialen Arbeitsmarkt weiter nachdenken, gerade im Bereich der Langzeitarbeitslosen. Und wir müssen eben, wie eben gesagt, hier wirklich soziale Arbeit in den Vordergrund schieben, als eine wesentliche Stellschraube, Menschen zu begleiten, wieder zurück in den Arbeitsmarkt. Wir kriegen keine pauschalen Lösungen für Langzeitarbeitslosigkeit, so gern man das immer wieder hoffen würde. Es geht um einzelne Menschen, es geht um einzelne Schicksale und dafür brauchen wir begleitende Sozialpolitik. Dritter Punkt, mir ganz wichtig, wenn gute Bildung, und ich glaube, dem wird keiner widersprechen, ein wesentlicher Bestimmungsfaktor für wirtschaftliche Chancen ist und wenn wirtschaftliche Chancen die Chancen am Arbeitsmarkt tatsächlich eine Integration ermöglichen, ist es ein Gebot gesellschaftlicher Fairness, Kindern und Jugendlichen mit besonders schwierigen Startbedingungen ins Leben verstärkt Unterstützung zukommen zu lassen. Wir müssen viel stärker in die Schulen investieren und zwar nicht nur in die Digitalisierung, sondern, was für mich ein Skandal ist, vor allen Dingen in die Schulsozialarbeit. Und wenn Sie mal schauen, in NRW kommen wir, sind wir weit unter einer Person pro Schule, die eben aus dem sozialen Arbeitssektor kommen. Und das ist absurd zum einen, weil man Kinder und Jugendliche da begleiten kann, aber eben ist es auch deswegen absurd, weil es absolut niederschwellig ist. Also als 15-Jähriger zu sagen, ich fühle mich gerade mit meiner Lebenssituation nicht so gut, ich gehe wohl mal besser zum Jugendamt, passiert relativ selten. Aber wenn ich Schulsozialarbeiter kenne, die jeden Tag sehe, dann ist das niederschwellig, den können die mich mit an die Hand nehmen und mir mit meinen konkreten Problemen lösen in einem bekannten Umfeld. Und wie gesagt, für mich unverständlich, ein bisschen was ist geschehen in den letzten Jahren, aber auf einem viel zu niedrigen Niveau. Ich habe mir die Zahlen für NRW sehr sorgfältig mal angeschaut. Wir müssen dort investieren. Ich fasse also zusammen mein Statement. Bei Gefahr und in der Not ist der Mittelweg der Tod. Eben nicht. Auch wenn es eine schöne alte Volksweisheit ist, sie funktioniert nicht. Es klingt so einfach, dass wir nur radikale Lösungen brauchen, dass alles anders werden müssen und dann lösen wir auch unsere radikalen Probleme. Wir brauchen stattdessen aus meiner Sicht eine Politik der Behutsamkeit. Wir brauchen Geduld, die Dinge Schritt für Schritt mit Blick auf den Menschen und seine Integration in die Gesellschaft zu stärken. Und mit einer solchen Gelassenheit, und ich plädiere tatsächlich in der Sozialpolitik für Gelassenheit, können wir auch über die Reform unserer sozialen Sicherungssysteme in Ruhe und mit Vernunft nachdenken. Vielen Dank. Herzlichen Dank auch an Sie, Herr Goldschmidt. Vielleicht knüpfe ich mal an dem Punkt des bedingungslosen Grundeinkommens an, weil Sie das beide als Beispielfeld recht stark gemacht haben. Wir haben ja hier keine Veranstaltung zur Diskussion von Grundeinkommensmodellen hier angesetzt, aber es ist einfach ein sehr gutes Beispiel, an dem man einiges zeigen kann. Ich fand es sehr interessant, Frau Hanack, dass Sie eigentlich einen Aspekt, den ich so noch nicht gehört habe, das bedingungslose Grundeinkommen quasi als Individualisierungsmaschine beschrieben haben, das praktisch die soziale Verantwortlichkeit und die Gemeinwohlperspektive auflöst. Und Herr Goldschmidt, Sie haben, so habe ich es verstanden, sehr betont, dass wir stattdessen lieber zielgenaue Programme und sagen, Arbeit wirklich mit den Menschen in ihren verschiedenen Problemlagen viel besser fördern sollten und nicht sagen, ersetzen sollten durch eben einen Betrag für alle. Da würde ich gerne noch mal ein bisschen nachbohren, in welcher Weise diese Individualisierung praktisch ein Problem ist, weil Vertreter des bedingungslosen Grundeinkommens würden ja doch dagegen halten, zu sagen, es gibt keine Normarbeit mehr und keine Normarbeitszeit und alles. Und es wäre doch schöner, jeder könnte sich mit etwas mehr Sicherheit, Gelassenheit und Freiheit auf Arbeitsverhältnisse einlassen. Viele würden gar nicht bestreiten, dass die meisten Menschen sehr gerne in Lohnarbeit sind. Es gibt ja aber auch andere Beschäftigungen, etwa in Familie und dergleichen. Die würden vielleicht sagen, ja, das ist ja richtig, dass Arbeit für die allermeisten Menschen sehr wichtig ist, aber lass ihnen doch mehr Spielraum, um zu, sozusagen Arbeitsverhältnisse einzugehen oder nicht. Vielleicht können Sie da einfach nochmal verstärken, warum Sie denken, dass das nicht geht. Die Steuerfinanzierung des Grundeinkommens wäre ja auch eine kollektive Finanzierung. Ne? Man könnte ja sagen, wieso, da sind doch alle mit allen solidarisch, denn alle müssen dafür sorgen, dass jeder so eine Grundsicherung hat.
Vielleicht Frau Hanack? Ja, das bedingungslose Grundeinkommen setzt ja voraus, dass diese immensen Kosten, und da sprechen wir teilweise bei den unterschiedlichsten Modellen von 1 Billion Euro im Jahr, die aufgebracht werden müssten, dass diese Kosten aus der laufenden Wirtschaftstätigkeit heraus finanziert werden müssen. Und somit ist das bedingungslose Grundeinkommen zentral auf Erwerbsarbeit angewiesen. Die Erwerbsarbeit anderer, das will ich auch deutlich sagen. Denn Geld alleine arbeitet nicht und das bedingungslose Grundeinkommen ist an der Stelle für uns wirklich ein Glücksversprechen, das wirklich nur individuell, aber nie kollektiv eingelöst werden kann. Und im Rahmen des BGE können immer nur einige wenige individuell aus der Lohnarbeit aussteigen, während die anderen über Lohnarbeit diesen Ausstieg finanzieren müssen. So, die Gesellschaft als Ganzes kann also nicht aus der Erwerbstätigkeit aussteigen, wäre auch gar nicht mein Interesse, weder aus christlicher Sicht, weil auch im christlichen Glauben, zumindest auch in der christlich-sozialen Sicht definiert sich der Mensch auch über die Arbeit in der Gesellschaft, aber schon gar nicht aus gewerkschaftlicher Sicht. Also die Gesellschaft als Ganzes kann nicht aus der Erwerbstätigkeit aussteigen, sondern ist zwingend darauf angewiesen und finanziert im Grunde den Ausstieg einiger weniger, die sich das leisten können. Und insofern haben wir ja auch nicht nur eine einmalige Bedingungslosigkeit des BGE, sondern es ist eine zweifache Bedingungslosigkeit, weil sie eben allen Menschen in dieser Gesellschaft bedingungslos gezahlt werden müssen, auch den Reichen, auch den Superreichen, die es gar nicht bräuchten. Und das steht gegen unser Sozialstaatsprinzip, das ja auf Gemeinwohl, auf Gesellschaft, auf Gegenteiligkeit, Gegenseitigkeit auch angelegt ist. Vielen Dank. Herr Goldschmidt? Ja, ich schließe mich weitestgehend dem an. Ich meine, man muss zum einen noch mal erstmal klar machen, wir haben ja eine Grundsicherung, die ist eben nicht bedingungslos, aber wir haben eine Grundsicherung. Man kann über die Höhen der Grundsicherung kann man streiten bei Mindestlohn und ALG II, aber wir haben ja eine Grundsicherung. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt irgendwas brauchen, damit Menschen nicht ins Bodenlose fallen. Ich glaube, der andere Punkt, den viele Vertreter des bedingungslosen Grundeinkommens nicht in den Blick nehmen, ist, es geht nicht darum, irgendwie tätig zu sein, sondern das Gefühl zu haben, dass es eine Tätigkeit ist, die ernsthaft ist und die tatsächlich etwas bewegen kann. Und wir leben in einer Marktgesellschaft, das kann man schön oder schlecht finden, aber es ist nun mal die Realität. Und wenn wir in einer Marktgesellschaft leben, dann wollen Menschen über den Markt in die Gesellschaft auch integriert sein. Das sind meine Eingangsbeispiele gewesen. Und man kann nicht so tun, wir kriegen bedingungsloses Grundeinkommen und dann fange ich an, jetzt Holzkommoden zu zimmern oder eben, wie gesagt, in Quantenphysik zu forschen. Das wird wahrscheinlich nicht passieren und ist wirklich ein Projekt, ein relativ elitäres Projekt, diese Vorstellung, dass man nur von der Materie befreit sein muss und dann entfaltet sich alles. Das glaube ich nicht. Ein anderer Punkt, der auch gerne beim bedingungslosen Grundeinkommen genannt wird und den auch manche Ökonomen immer gerne verbringen, der aus meiner Sicht aber auch falsch ist, naja, wir würden halt unser so detailliertes und Sozialrechtssystem und unser Sozialrecht endlich mal entschlacken. Und ich glaube, das ist zum einen eine Illusion, weil wir haben eben, Frau Hanack hat auch darauf hingewiesen, es gibt einfach ganz viele individuelle Fälle, wo wir auch individuelle Regelungen brauchen. Und ich glaube, wir müssen vielmehr wieder verstehen, auch, dass es eine Errungenschaft ist der Moderne, dass wir ein Sozialsystem haben und ein so ausdifferenziertes Sozialrecht auch haben. Das ist zum Teil natürlich wirklich sehr detailliert, aber oft sind diese detaillierten Vorschriften eben da, um Menschen tatsächlich individuell in ihren Problemlagen auch helfen zu können. Und ich glaube, das ist eine Errungenschaft und kein Hemmnis. Das, glaube ich, muss man in der Diskussion auch hier und da immer wieder mal auch klarstellen. Und wie gesagt, für mich eben auch ganz deutlich, die meisten Menschen, die wirklich systematisch und dauerhaft Probleme haben, sich in die Gesellschaft zu integrieren, haben eben oft massive individuelle Hemmnisse. Und die können wir nur überwinden, indem wir den Menschen helfen tatsächlich. Und deswegen eben ein Plädoyer für die soziale Arbeit, für die stärkere Individualisierung auch von Sozialpolitik, weil Menschen brauchen individuelle Hilfe und da müssen wir, glaube ich, unser System eher erweitern, als zu hoffen, wir machen ein bedingungsloses Grundeinkommen und dann macht es Poff und alle Menschen sind glücklich. Man darf Utopien haben, aber man sollte sie vielleicht aber auch nicht in die Realität umsetzen, weil die Utopien sind halt eben nicht Orte und eben haben wenig mit dem Realen zu tun.
Obwohl, an einer Stelle darf ich das, würde ich kurz widersprechen wollen, weil ich meine, das Hartz-IV-System würde ich jetzt auch nicht als Errungenschaft bezeichnen. Und das war ja auch ein Auslöser, diese Debatte für ein bedingungsloses Grundeinkommen noch mal zu verstärken in unserer Gesellschaft. So, weil im Hartz-IV-System, und das war ja auch eins der Ziele des BGE, sozusagen verbriefte Rechtsansprüche zu bekommen auf eine Leistung, die ohne Gängelung gewährt wird. Die Abschaffung von Sanktionen spielten da eine Rolle, die das Existenzminimum untergraben. Und das erleben wir im Hartz-IV-System sehr, sehr häufig, dass es am Ende eben nicht das Existenzminimum ist, weil Sanktionen genau in dieses eingreifen. So, insofern glaube ich, habe ich ja durchaus viel Verständnis für die Motivation der Befürworterinnen und Befürworter des bedingungslosen Grundeinkommens, weil sie sagen, wir wollen schon mehr Autonomie statt Fremdbestimmung in der Gesellschaft. Das wollen wir als Gewerkschaften auch. Wir haben den Wunsch nach sozial abgesicherten Auszeiten, verlässlichen Ansprüchen und so weiter. Das wollen wir ja auch alles. Nur wir sagen, das alles lässt sich auch durch andere Maßnahmen erreichen und zwar viel besser und gerechter erreichen. Aber ich sage mal, das bedingungslose Grundeinkommen als Motivation, sich mal mit den Gerechtigkeitslücken, die wir ja durchaus haben, in den sozialen Sicherungssystemen zu befassen und diese zu schließen, das finde ich schon in Ordnung. Da würde ich gerne den Ball nochmal an Herrn Goldschmidt spielen, ob Sie das auch so sehen. Die Sanktionen sind ja sozusagen das Symbol oder auch die Praxis einer starken Verkopplung, also einer sozialen Sicherung mit Erwerbstätigkeit oder der erwünschten. Wir haben ja auch eine Frage im Chat, die auch ein bisschen die Richtung zielt. Die fragt ja, ob die individuelle Betreuung Langzeitarbeitsloser im bestehenden System von den Ämtern und den zuständigen Stellen eigentlich geleistet werden kann oder ob eventuell auch erhöhte Bürokratie, verlängerte Verfahren und so weiter dann uns drohen könnten. Ja, wie stehen Sie dazu der Frage? Vielleicht Abschaffung von Sanktionen, Ersetzung durch das, was Sie mit behutsamer Motivierung, Begleitung, Qualifizierung, Hilfestellung meinen, wenn Sie dazu noch Stellung nehmen? Unbedingt, sehr gerne, weil ich kann dann noch wenigstens Frau Hanack auch mal widersprechen, das ist doch auch schön. Genau. Zum einen, natürlich, man kann über das Hartz-IV-System diskutieren und kann viele Dinge dort auch schwierig sehen. Ich glaube, zunächst einmal war es trotzdem ein richtiger Schritt und das ist, glaube ich, auch vielen gar nicht bewusst, dass es natürlich eben eine verwaltungstechnische Reform war, nämlich, dass Menschen, die erwerbsfähig sind, anders betreut werden sollten als Menschen, die nicht erwerbsfähig sind, eben durch die Reform der Sozialhilfe. Und ich glaube, das war ein ganz wichtiger Schritt, dass eben sich Jobcenter tatsächlich insbesondere spezialisiert mit den Menschen beschäftigen, die im Prinzip erwerbsfähig sind und wir das abkoppeln von Menschen, die nicht erwerbsfähig mehr sind. Ich glaube, das war ein wichtiger Schritt. Inwieweit Sanktionen tatsächlich gerechtfertigt sind, und da würde ich sagen, ist eine Frage von Augenmaß. Da ist vielleicht auch das Problem, dass manche Jobcenter da relativ weite Ermessensspielräume haben, wo wir vielleicht klarere Regelungen brauchen. Aber ich glaube, es gibt durchaus auch gute Gründe, hier und da auch Sanktionen zu verhängen, wenn tatsächlich Menschen erwerbsfähig sind. Es ist eine Solidarleistung, das heißt, es braucht die Solidarität beider Seiten, nicht nur die Solidarität der Gesellschaft, sondern auch desjenigen oder derjenigen, die eben eine bestimmte Leistung in Anspruch nimmt. Und deswegen, wenn jemand sich nicht solidarisch zeigt, auf beiden Seiten, gibt es Sanktionen, die müssen natürlich die Würde des Menschen im Blick behalten. Aber ich finde, es gibt durchaus auch Gründe für Sanktionen. Gleichwohl, und das ist wiederum mein Plädoyer für die Politik der Behutsamkeit, wir müssen lernen und Möglichkeiten finden, wie wir genauer hinschauen können. Und ich glaube auch eben nicht, dass es primär die Aufgabe eines Jobcenters ist, dann Menschen in der Langzeitarbeitslosigkeit zu begleiten, weil sie gar nicht dafür geschult sind, sondern dass wir eben parallel viel stärker eben die soziale Arbeit, wie genau organisatorisch man das macht, könnte man darüber schreiben, die soziale Arbeit, soziale Dienstleistung mit einbezieht in diese arbeitsmarktpolitischen Sicherungssysteme. Vielen Dank. Jetzt hat mein Kollege Michael Hartmann signalisiert, dass er sich einbringen möchte. Meine Frage kommt gleich. Ich will kurz nochmal mein Wort an die Teilnehmenden richten. Sie wissen ja, Bild und Ton sind bei Ihnen abgeschaltet, aber ich möchte Sie noch mal einladen, sich im Chat mit Kommentaren oder auch konkreten Fragen zu beteiligen. Da fungiere ich sozusagen als Ihr Anwalt.
des Publikums. Ich werde mich bemühen, die dann aufzugreifen. Also, Sie sind alle eingeladen, sich im Chat zu beteiligen. Ja, ich habe das Plädoyer von Herrn Goldschmidt für Behutsamkeit gehört. Ich habe das Hohelied auf das rheinische Modell des Kapitalismus oder die soziale Marktwirtschaft von Elke Hanna gehört. Berlin hält ja sehr viel auf seine Start-up-Szene. Und meine Frage an Sie beide ist, vielleicht kann Frau Hanack beginnen, wie wollen Sie denn behutsam erreichen, dass sich Gründerinnen und Gründer, dass sich Start-ups, dass sich Anbieter in der Plattformökonomie diesen Standards, die Sie hier aufgeführt haben, der Tarifbindung und so weiter, auch stellen? In der Gründungsphase ist da die Luft oft dünn, ja, auch ökonomisch für die Unternehmen. Und wir haben in Berlin ja jetzt auch beim Lieferdienst diesen Konflikt alle miterleben können in den Medien. Da ist mit rheinischem Modell, glaube ich, wenig Berührung. Ja, das ist auch die soziale Verantwortung vieler Unternehmerinnen und Unternehmer mag da wirklich befragbar sein. Auch die Führungskompetenz ist da oft ein Thema. Also wie wollen Sie mit Behutsamkeit erreichen, dass sich diese Szene unseren sozialen Standards im Sozialversicherungsstaat auf unserem Arbeitsmarkt stellt? Ja, da sind ja verschiedene Akteurinnen und Akteure auch gefragt. Das sind zum einen die Sozialpartner, das heißt die Gewerkschaften setzen alles daran, die Beschäftigten in dieser Start-up-Szene zu organisieren. Nur dann haben wir auch eine Möglichkeit für sie zum Beispiel Tarifverträge abzuschließen. Und die Arbeitgeber sind gefordert, diese jungen Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen der Start-up-Szene auch bei sich zu organisieren. Auch die haben als Tarifpartner eine Verantwortung. Wir stellen ja immer mehr fest, dass immer weniger Arbeitgeber sich in Arbeitgeberverbänden organisieren. Und die sozusagen keine Tarifverträge haben und keine abschließen wollen, sitzen aber in den entscheidenden Gremien der Arbeitgeberverbände und entscheiden darüber mit, ob ein Tarifabschluss zustande kommt oder nicht, was ja schizophren ist. So, und da muss der Staat auch helfen. Eine höhere Tarifbindung bekommen wir hin, wenn wir die Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen erleichtern. So, als ich angefangen habe, im Einzelhandel zu arbeiten, in den 90ern, in den 80ern, gab es einen Tarifvertrag für den Einzelhandel, der in ganz Deutschland Gültigkeit hatte. So, das gibt es heute nicht mehr. Wir haben wirklich von Land zu Land unterschiedliche Tarifverträge, teilweise von Haus zu Haus unterschiedliche Tarifverträge, Tarifstandards. Hier muss der Staat die Allgemeinverbindlichkeit erleichtern. Das heißt auch, dieser Ausschuss, der zuständig ist, Tarifverträge für allgemeinverbindlich zu erklären, der muss auch dann auf Augenhöhe miteinander diskutieren können. Der Arbeitgeberverband BDA hat dort ein Vetorecht. Dieses Vetorecht zieht er sogar, wenn seine eigenen Arbeitgeberverbände mit unseren Gewerkschaften Tarifverträge abschließen. So geschehen bei einem Pflegetarifvertrag in Bremen, glaube ich, war es. So, das geht nicht. Also da muss man sagen, Arbeitgeber, Arbeitnehmervertretungen müssen da auf gleicher Augenhöhe agieren können und der Staat muss die Voraussetzungen für eine einfachere Allgemeinverbindlichkeit herstellen, sonst werden wir nicht zu einer größeren Tarifbindung kommen. Diese Frage nach dem Staat ist gekommen. Ich wollte Sie, Herr Goldschmidt, nochmal zugespitzt fragen, was machen Sie mit einem Start-up-Unternehmer, der über Monate und vielleicht sogar Jahre eben die Aktivitäten zur Bildung einer Mitarbeitervertretung, eines Betriebsrates ignoriert und stattdessen empathisch die Rede führt, wir sind ein Team, wir gehören zusammen, wir sind zusammengeschweißt und wir machen eine Radtour zu allen Standorten und das wird gemeinschaftsbildend sein. Also gewissermaßen völlig an dieser
institutionellen, man kann auch sagen, kooperatistischen Ebene vorbei argumentiert. Und das machen viele in dieser Szene. Ja. Ich habe jetzt einen konkreten Fall zitiert, ohne einen Namen zu nennen. Aber sowas passiert ständig. Wie gehen Sie damit um? Was machen Sie da? Ja, also ich meine, zum einen würde ich erstmal auch nochmal das Starkmann von Verhanak und das hohe Lied der allgemeinen Verbindlichkeit auch singen. Ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt. Ich glaube auch, dass wir im Detail auch auf dem richtigen Weg sind. Also die Frage, wie eine soziale Sicherung zum Beispiel bei Clickworkern aussehen kann, auch da gibt es Konzepte. Auch da, glaube ich, ist dieses genaue Hinschauen, das ist so wichtig. Und nicht zu sagen, naja, schrecklich so oder schrecklich da, sondern es gibt viele kleine Schritte. Und das ist immer das Problem bei sozialpolitischen Diskussionen, dass man wirklich sehr detailliert hinschauen muss. Und natürlich, Herr Hartmann, wie Sie es zeigen, was soll ich da sagen? Ich kann nur sagen, ja, nee, das ist natürlich nicht gut. Ich meine, bei dem Beispiel kann man nichts anderes sagen. Bloß auch, glaube ich, auch da heißt für mich Politik der Behutsamkeit, auch behutsam mit, gerade auch mit Startups umzugehen. Ne? Bei aller Notwendigkeit von kooperatistischen Lösungen, bei aller Notwendigkeit von Einhaltung von Tarifverträgen. Wir können nicht erst die Firma vollends gebaut haben und dann anfangen, sondern natürlich, wenn man loslegt, muss man loslegen. Und da sind Unvollkommenheiten dabei. Das ist ein Prozess auch von Kreativität, das ist ein Prozess von Engagement. Auch da, glaube ich, ist es eine Frage von Behutsamkeit, wie man in der Szene mit Unternehmen umgeht. Und ich glaube, man kann es nur schlecht pauschal beantworten. Also pauschale Antworten für konkrete Fälle sind schwierig, aber wir brauchen natürlich klare Regeln. Und da hat Frau Hahner gerade relativ viel zu gesagt. Ich glaube, wir müssen eben auch schauen, wo wir innovative Lösungen kriegen, gerade im Bereich der digitalen Industrie. Ich glaube, da wird einiges passieren müssen. Und gleichzeitig, aber da bleibe ich dann doch auch liberaler Ökonom, wir müssen auch aufpassen, da können Sie ganz viele Unternehmen andererseits fragen, dass wir durch bürokratische Hemmnisse nicht die Innovationskraft, auch diesen Prozess des Schöpferischen zu sehr zurückdrängen. Also von daher, glaube ich, würde ich für beide Seiten plädieren und aber auch sagen, nehmt den Blick, das sind auch viele Leute, die einfach Spaß haben, was Neues zu bewegen und die dadurch auszubremsen, dass die Hürden am Anfang gleich sehr hoch sind genauso, ist genauso schwierig. Aber Sie sehen, das wäre jetzt eine Frage an Sie beide nochmal, Sie sehen nicht die Gefahr, also der große Lieferdienst aus Seattle ist kein Startup mehr, ne? Das wissen wir. Die fliegen jetzt in den... Ja, aber das ist doch eindeutig. Natürlich, wenn jemand etabliert ist, wenn jemand bestimmte Regeln, die üblicherweise, wie Sie es genannt haben, zum rheinischen Kapitalismus oder zur Sozialmarktwirtschaft dazugehört, systematisch unterläuft, dann ist es ja gerade eine Aufgabe, hier klare Grenzen zu setzen. Und ich finde, auch da, wenn man genau hinschaut, ist schon viel passiert. Und ich glaube, das ist auch die Chance von Deutschland, von Europa, hier klare Grenzen zu setzen. Also die Novelle des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen, die Initiativen in Europa zum Digital Markets Act, die klare Grenzen für Digitalunternehmen setzen und auch herausfordern. Ich glaube, da sind wir in der klassischen Arbeit der sozialen Marktwirtschaft, dass wir unter neuen Bedingungen gute, bessere Spielregeln bekommen. Und das ist die Chance, auch als glaubwürdiger Partner sich in Europa zu positionieren. Wir werden vielleicht nicht in allen Bereichen so innovativ sein wie irgendwelche Start-up-Firmen in Kalifornien, aber wo Europa, wo Deutschland stark ist, ist klare Spielregeln zu setzen. Und für das Beispiel, was Sie genannt haben, das ist eine Frage von Spielregeln. Ja, Sie heben jetzt beide sehr stark auf die Regeln ab. Meine Frage wäre auch, vielleicht fällt Ihnen da noch was zu ein. Frau Hanack, der katholische Sozialethiker hat diesen Punkt jedenfalls erstmal nicht berührt. Die Frage wäre nämlich, die hält da auch eine andere Unternehmenskultur, eine andere Führungskultur Einzug, die vielleicht gar nicht mehr kompatibel zu diesem rheinischen Kooperatismus ist. Ja, das glaube ich ist in jedem Fall der Fall. Wir haben da die Start-up-Szene ist für uns ja auch gar nicht uninteressant. So wie Herr Goldschmidt das auch gesagt hat, da sind ganz viele innovative Köpfe am Werk, die wir auch befördern sollten und müssen. Da müssen wir Gewerkschaften auch, finde ich, noch stärker auf diese Start-ups zugehen, auch auf die Unternehmerschaft in den Start-ups. Gibt übrigens auch nicht nur schwarze Schafe dort. Also wir kennen genug Startups, die sehr, sehr ordentlich mit ihren Beschäftigten umgehen, die im Übrigen häufig hochqualifiziert sind. So, die spezialisieren sich ja auf bestimmte Bereiche. So, und andere, die das eben nicht tun. Sie haben da gerade ein paar benannt auch, die skandalisieren wir. Und ich finde, die müssen auch öffentlich skandalisiert werden, weil der Großteil der Menschen in Deutschland will gute Arbeit
Und zwar nicht nur für sich, sondern für alle, die erwerbstätig sein wollen. Und gute Arbeit, das glaube ich, das muss so ein Mindeststandard sein, bedeutet gute Arbeitsbedingungen, gute Löhne. Dafür versuchen wir in den Startups auch bei den Unternehmern ein gewisses Verständnis auch herbeizuführen. Und wir versuchen natürlich Betriebsräte zu bilden. Da hätten wir uns gewünscht von der letzten Bundesregierung, dass sie die Betriebsräte besser schützt. Das war ein großes Thema am Ende der Legislatur, dass sie insbesondere Vorfeldinitiatoren, die einen Betriebsrat einleiten wollen, eine Betriebsratswahl einleiten wollen, auch unter den Schutz des Gesetzes genommen werden. Das ist leider nicht in ausreichendem Maße passiert. Und deshalb haben wir natürlich viele Ängste in dem Bereich, bilde ich einen Betriebsrat oder bin ich dann der Gefahr ausgesetzt, meinen Arbeitsplatz zu verlieren? So, und das ist, sage ich mal, in diesen Start-up-Unternehmen, wenn die spezialisiert sind, die kriegen ihre Beschäftigten, also da kommt es mal auf ein oder zwei nicht an. Da brauchen wir dann auch nochmal den stärkeren Schutz der Menschen, sich dann ein kollektives Gremium auch zu wählen, das dann auf gleicher Augenhöhe mit den neuen Unternehmern agiert. Da gibt es auch schon gute Beispiele. Also wie gesagt, da will ich gar nicht die ganze Start-up-Szene über einen Kamm scheren. Da gibt es durchaus welche, die sagen, genau das will ich. Ich will hier auch einen Betriebsrat, damit ich nicht mit allen 20 Leuten alleine reden muss und einzeln reden muss. Das mache ich jetzt nur noch mit dem Gremium. Also da müssen wir hinkommen. Ich glaube aber nichtsdestotrotz, dass der Unterschied in der Wirtschaft zwischen Kapital oder der Interessensgegensatz von Kapital und Arbeit in unserer Wirtschaft wieder stärker zu spüren ist als Gewerkschaften, als noch Ende der 90er Jahre. Da haben wir ja genau diese Gegensätzlichkeit aus unserem Grundsatzprogramm gestrichen im DGB, im Deutschen Gewerkschaftsbund, und haben es ersetzt durch Sozialpartnerschaft. Aber wir merken schon, an vielen Stellen funktioniert die Sozialpartnerschaft nicht mehr. So, und da prallen die unterschiedlichen Interessen von Kapital und Arbeit aufeinander. Und da werden wir uns, glaube ich, wieder auf mehr Verteilungskämpfe gefasst machen müssen. Herr Goldschmidt, ich bin sicher, Sie wollen jetzt gerne darauf einsteigen. Ich würde aber gerne jetzt eine andere Kurve nehmen. Das wäre vielleicht auch Thema nochmal tatsächlich in einer anderen Veranstaltung, Transformation des Kapitalismus oder der Arbeitswelt und wie man darauf reagiert. Ich möchte, wir haben auch ganz früh eine Frage im Chat gehabt, die mir auch sehr wichtig ist, nochmal auf zwei Felder der sozialen Sicherung kommen, die auch über die Demografie ganz eng verkoppelt sind, nämlich Lage der Kinder, insbesondere auch Kinderarmut und die Folge schlechte Bildungsintegration, damit auch später schlechte Integration Arbeitsmarkt und auch ganz viel später Probleme bei der Rente und die Rente natürlich. Also wir können jetzt hier nur Schlaglichter darauf werfen, aber wir haben in der letzten Legislatur oder in den letzten Jahren ja Versuche erlebt, zum Beispiel mit der Einführung der Grundrente wieder stärker zu verkoppeln eigentlich, also Einzahlungszeiten oder Versicherungszeiten und Rente, damit Leute nicht Grundsicherung im Alter bekommen, sollen sie aufgestockt werden. Und wir haben jetzt bei den Grünen, den Linken und der SPD, wenn ich es recht sehe, ja das Konzept, die Leistungen für Kinder und auch die Berücksichtigung des Existenzminimums des Steuerlichen für Kinder, also wegfallen zu lassen, zu ersetzen durch verschieden benannte Kindergrundsicherungsbeträge, die dann invers eigentlich zum Einkommen gestaltet sind. Also je weniger Einkommen, desto höher der Zuschuss für ein Kind. Vielleicht können Sie mal, wenn es überhaupt möglich ist, so schlaglichtartig für die Zukunft sagen, was wünschen Sie sich oder was halten Sie für sinnvoll in der Weiterentwicklung dieser Säulen oder auch nur einer, wenn Sie sich nur eine rausgreifen wollen, wo soll es hingehen? Vielleicht Herr Goldschmidt zuerst. Sehr, sehr gerne. Die Zukunft unserer Gesellschaft in 3 Minuten ist eh mein Hobby, von daher kann ich das kurz machen. Ja, der eine Punkt ist, ich glaube aber, das Thema ist auch weitestgehend durch, weil es auch mittlerweile in der Wissenschaft Konsens ist. Es wird eine Kindergrundsicherung kommen, da bin ich mir relativ sicher, dass eben versteuert wird, also sozusagen einen progressiven Charakter hat bei einer progressiven Einkommensteuer. Ich glaube, das wird kommen, das ist auch sinnvoll. Der Kinderfreibetrag wird wahrscheinlich bleiben, weil es verfassungsrechtlich nicht groß zu ändern ist, aber ich glaube, das ist ein guter Schritt, um diesen Bereich der Kinder
Grundsicherung eben zu entschlacken und tatsächlich behutsam weiterzuentwickeln. Es gibt eben verschiedenste Modelle. Ich bin immer überzeugt von dem, was Ronny Schöp, ein Berliner Finanzwissenschaftler, vorgeschlagen hat, der dazu auch schöne Sachen geschrieben hat, auch gut lesbare Dinge. Also ich glaube, das wird kommen und das ist, glaube ich, auch der richtige Weg. Ne? Und das andere sind eben ergänzende Systeme. Da müssen wir eben schauen, welche Sachen tatsächlich wirksam sind. Auch da gibt es genügend Studien zu, dass viele Dinge im Bereich eben der Unterstützungsleistung für Familien nicht besonders wirksam sind, aber relativ teuer. Ich glaube, da müssen wir im Zweifel auch entschlacken. Zur Rente. Ich glaube, wir müssen uns wirklich klar sein, dass es Zeit zum Handeln in diesem Bereich ist. Ich glaube, in der letzten Legislaturperiode wurde es halt aufgeschoben, obwohl wir eben eine Kommission hatten zum verlässlichen Generationenvertrag. Und meine große Sorge wäre in einer neuen Koalition, die möglicherweise eine Ampel wäre, dass man um des Liebensfriedens willen es nochmal verschiebt. Aber die Zeit drängt. Wir kriegen ein massives Problem der Finanzierung, was wir eben nicht steuerfinanziert in irgendeiner Weise decken können. Man hat sozusagen diese Strohpuppe der doppelten Haltelinie aufgebaut, die ist aber nicht haltbar. Die wird nicht haltbar sein. Wir werden zu Zuständen kommen, wo die Hälfte des Bundeshaushaltes als Zuschuss in die Rente fließen muss, wenn wir das System, so wie es ist, jetzt weiter voranschreiben. Und um es kurz zu machen, es gibt nur eine Lösung, das ist die Erhöhung des Renteneintrittsalters. Da kann man dran drehen, wie man will. Das können wir nicht durch Migration, das können wir nicht durch eine Erhöhung der Frauenerwerbsquote lösen, was wichtige Schritte und notwendige Schritte sind. Aber langfristig müssen wir zu Herr Axel Böhr-Stupan, einer der wesentlichen Rentenforscher, sagt, wir brauchen eine 3-2-1-Regelung. Wenn wir 3 Jahre länger leben, müssen wir 2 Jahre länger arbeiten und 1 Jahr länger Rente beziehen. Es wird kein Weg dran vorbeigehen, so unschön diese Botschaft ist, aber wir müssen sie wirklich in den Blick nehmen. Herzlichen Dank, Frau Hanack. Ja, 3 Minuten versuche ich mal. Also das Erste ist, wir brauchen in jedem Fall Verbesserungen auf der Lohnseite. Stichworte habe ich schon genannt, Stärkung, Tarifbindung, Erhöhung des Mindestlohnes, Tarifverträge für alle Arbeitgeber verbindlich. Aber ich will auch sagen, 800.000 Aufstockerinnen und Aufstocker von Hartz-IV-Leistungen in diesem Land sind Ausdruck für unzureichende Löhne. Und deshalb müssen wir auf der Lohnseite richtig drehen. Wir müssen die Reichweite von Sozialversicherungen ausbauen und den Zugang zu Versicherungsleistungen verbessern. Stichwort Bürgerversicherung und Erwerbstätigenversicherung. Beides brauchen wir. Wir müssen die solidarischen Elemente in den Sozialversicherungen ausbauen, hat Herr Goldschmidt schon benannt. Die Grundrente ist so ein Beispiel für den Ausbau. Wir brauchen die Kindergrundsicherung. Auch dazu haben wir ein Konzept auch ausgearbeitet. Und ganz wichtig für mich, wir müssen das Hartz-IV-System wirklich durch eine neue Grundsicherung ersetzen. Und das muss eine Grundsicherung sein, die wirksam vor Armut schützt und die bürgerfreundlich gewährt wird. Das will ich auch ausdrücklich sagen. Das sind so für mich die wichtigsten Dinge, die wir jetzt auf arbeitsmarktpolitischer und sozialpolitischer Seite brauchen. Ja, Elke Hanack, Nils Goldschmidt, ich platziere jetzt meine Abschlussfrage für den heutigen Mittag. Unser letzter Gast in dieser Reihe war Thomas Mayer. Der hat neulich in einer Zeitung geschrieben, wenn die ökonomische Bildung in diesem Land nicht so katastrophal wäre, dann hätte sich die junge Generation weniger auf das Klimathema kapriziert, sondern wäre auch im Wahlkampf, in den Wahlkampfzeiten quasi fordernder aufgetreten und hätte Zukunftsfragen der Finanzwirtschaft und vor allem der Rentenpolitik thematisiert. Da will ich jetzt keinen Kommentar zu von Ihnen hören, aber indirekt vielleicht doch. Was haben Sie für eine Erklärung dafür, dass dieser Komplex, über den wir heute gesprochen haben, die Rente war schon mal Thema und wird in dieser Reihe sicher auch noch mal Thema sein. Was haben Sie für eine Erklärung dafür, dass das im Wahlkampf überhaupt keine Rolle gespielt hat? Denn in der Tat wäre die junge Generation, glaube ich, die darüber quasi schlaflose Nächte verbringen müsste und es aber offensichtlich noch nicht tut, sondern in der Pandemie vor allem ETFs gekauft hat. So, vielleicht fängt Nils Goldschmidt mal an und Elke Hanack hat dann das letzte Wort.
Ja, ich, das aus dem Wahlkampf zu beziehen, finde ich, ist relativ schwierig, weil es natürlich auch besondere Bedingungen war unter der Corona-Situation und das möchte ich auch durch die Flutkatastrophen, das Klima auch nochmal eine besondere Bedeutung hat und der auch zu Recht wieder auf der Agenda ist. Ich glaube, das kann man nachvollziehen. Es ist schon erstaunlich, dass sich die Parteien wenig tatsächlich und auch die Kanzlerkanzlei wenig wirklich positioniert haben zu den wirklich drängenden sozialen und wirtschaftlichen Fragen. Das liegt vielleicht auch daran, dass es eben unbequeme Fragen sind und dass man ein paar unbequeme Wahrheiten aussprechen müssen. Und unbequeme Wahrheiten gelten nicht üblicherweise als Booster für eine Kampagne. Aber ein Punkt bei Thomas Mayer, der zweite Teil, dann ist Aussage teile ich nicht, aber der andere Teil ist tatsächlich aus meiner Sicht ein wirklich wichtiges Anliegen und ein wirklich wichtiges Problem, nämlich die ökonomische Bildung in Deutschland zu stärken. Ein bisschen was passiert, NRW hat das Schulfach Wirtschaft eingeführt mit verschiedenen Facetten, die wir hier nicht erläutern müssen, aber ich glaube, wir müssen rauskommen aus einem Diskurs, dass es unschick über den Kapitalismus und über Wirtschaft zu reden. Und das wird sich nur verändern, wenn wirklich flächendeckend, wirklich solide ökonomische Bildung gemacht wird, wenn wir gut ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer in diesem Bereich haben für die ökonomische Bildung, dass es durchaus schick wird, am Mittagstisch nicht nur über schön geistige Literatur zu reden, was ich sehr gerne mache, aber auch ab und zu mal am Mittagstisch es auch in gehobenen Kreisen schick ist, sich über wirtschaftliche Fragen zu unterhalten. Ich sage immer an der Stelle, man muss den Kapitalismus nicht lieben, aber man muss ihn kennen und dafür brauchen wir eben ökonomische Bildung. Vielen Dank, Frau Hanack. Ja, ich will nicht sagen, dass es gar nicht vorkam. Vielleicht vorab, ökonomische Bildung, da kriege ich dann immer sofort schon Nackenhaare, weil wir mit den Arbeitgebern ja uns darauf vereinigt haben, dass wir sozioökonomische Bildung befördern wollen, insbesondere in den Schulen. Das ist nochmal, finde ich, ein gravierender Unterschied rein zur ökonomischen Bildung. Deshalb bin ich da dafür, sozioökonomisch auch unsere Kinder und Jugendlichen zu bilden. Aber ich will sagen, es hat ja nicht gar keine Rolle gespielt. Ich meine, wir wissen jetzt aus den ganzen Umfragen, das Thema soziale Gerechtigkeit war das Spitzenthema, was die Menschen vor Ort draußen wirklich alle berührt hat. Die wollten wissen, wie geht es mit der Rente weiter? Die wollten wissen, wann kommt eine Erhöhung des Mindestlohnes, die dann am Ende auch existenzsichernd ist. Die wollten was zum Hartz IV und zur Kindergrundsicherung wissen. Und der Olaf Scholz und die SPD, finde ich, haben dann durchaus auch Teile der Themen bespielt. Nicht alle. Wir hatten eine Rentenkommission, da saßen ja alle Parteien drin in der letzten Legislaturperiode. Die hat am Ende nichts gebracht. Nichts, was wirklich vorwärts blickt in Sachen Rente. Wie kann das Rentensystem zukunftsfähig und zukunftsfest gemacht werden? Da hatten wir so gut wie keine Erkenntnisse. Nach dieser Kommission kann man sich dann sparen. Ich finde, da muss dann der Gesetzgeber, also eine Bundesregierung, auch mal selbstständig tätig werden, wenn da nichts bei rauskommt. Aber wir hatten das Thema soziale Gerechtigkeit. Wir hatten Fridays for Future, die versucht haben, da auch noch mal mitzugestalten im Wahlkampf. Die sind ja kaum gehört worden. Alle haben gesagt, natürlich machen wir auch Klima. Selbst die CDU macht Klima und ist die Klimapartei. Das wissen wir ja jetzt seit den 90er Jahren. Und soziale Gerechtigkeit stand bei der CDU überhaupt nicht im Wahlprogramm. Das muss man auch mal so sagen. Deshalb sind sie auch nicht gewählt worden und nicht gut wieder gewählt worden. Und bei den Grünen ist das Thema soziale Gerechtigkeit auch noch unterbelichtet. Das will ich ausdrücklich sagen. Die FDP hat es gar nicht auf dem Schirm. Das wird sich jetzt auch in den Koalitionsgesprächen offenbaren, wenn Olaf Scholz versucht, einen Mindestlohn von 12 Euro durchzusetzen bei Herrn Lindner. Also da müssen wir alle wieder ran. Da müssen wir alle wieder näher an den Bürger und an die Bürgerinnen und müssen wirklich mit ihnen sprechen, sagen, was sind die für euch brennenden Themen? Und die müssen jetzt bearbeitet werden. Wir können Klima nicht mehr aufs Eis legen und sagen, machen wir in 4 Jahren. Wir können das ganze Thema Rente, Hartz-IV-System, Kindergrundsicherung nicht auf die lange Bank schieben. Das muss in den nächsten 4 Jahren gemacht werden. Und das Thema Bildung, da gebe ich Herrn Goldschmidt absolut recht, das muss prioritär an Platz 1 stehen, wie wir wirklich unseren Kindern und jungen Leuten eine ordentliche Bildung zukommen lassen,
mit gleichberechtigter Teilhabe auch an Bildungschancen. Das wird also ein gravierendes Thema sein müssen für die nächsten 4 Jahre. Wunderbar, vielen Dank. Jetzt haben wir 2 Tage nach den Wahlen doch noch ein bisschen Wahlnachlese betrieben. Zumindest hatte es auch einen Ausblickcharakter. Ich glaube, das ist ganz gut an diesem Tag, den auch zu haben. Haben Sie beide ganz herzlichen Dank, Nils Goldschmidt, Elke Hanak, dass Sie sich für uns heute Zeit genommen haben. Vielen Dank an Maria-Luise Schneider für die Zusammenarbeit. Vielen Dank an die teilnehmenden Gäste.